Sagen, wer eine Flasche findet, soll die werfen. Da ist ein Knopf, da Da ist ein drauf Knopf. drücken. Soll ich da drauf drücken? 200 Jo. Puls habe ich. Auf den roten Knopf. An F Gleich. drücken, ja. Nee, Ball. Was macht der Knopf? 200 Puls, ja. Gleich. Ja, bald war. Ja, super, herrlich. Ich finde den so toll. Ich habe eine Batterie. Ich hab, was hab ich? Ich hab eine Flasche. Ich hab, was hab ich denn? Glänzig. Ich, oh, ich kann glänziges werfen. Eventuell Hilfe. Achtung, Squid. Nein, nein, nein. Ist das egal, wo man das hinwirft, oder In die Mitte rein. Die Batterie muss in die Mitte. Ne, den Schrott meine ich. In die Mitte einlegen. Irgendwo hin. Hauptsache nix. Eine Batterie noch? Oh, hab das schon. Wir müssen gleich gleichzeitig sein, glaube ich. Ich wir haben es geschafft. Seite. Geht doch weiter. Ach, wir haben es geschafft. Geht weiter, geht weiter. Bei mir ist eine Tür aufgegangen. Wo ja, bist du? Weiter. Jumping Puzzle. Ja. Also nimmst du hier die Fledermaus und gehst dann durch das Tor durch. Wenn jetzt zum Beispiel hier drüber eine Fledermaus wäre, müsstest du hier als Fledermaus durchgehen. Ach, ich drück hier einen Knopf dann irgendwo oder was? Wir müssen oder es dann starten. Wir warten jetzt gerade noch eben auf die anderen. Okay. Ich hatte gerade ein Disconnect. Und dann wirst du hier drin verwandelt. Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Wie bist du da jetzt hingekommen? Über die Laterne laufen. Ach! Disconnect war jetzt durch. Weiß ich es auch nicht, aber ich denke mal, hoch ist immer die richtige Richtung. Wie ist es mit den Batterien aus? Seid ihr durch? Wir sind durch, ja. Da, wo wir jetzt dann sind, sehen wir so Tierfiguren in der Mitte und über den Türen auch. Das heißt, ihr müsst immer gucken, was über den kleinen Portalen für ein Tier gewünscht ist und dann müssen erst dieses Tier reingehen. Sehr gut. Wann ist das Problem? Was auch noch. Ach, okay. Hat mein Skritz auch geschafft? Ja, okay. Ich glaube, ja. Dann starten wir jetzt drin. Das Event wartet noch, bis alle drin sind. Das ist sonst nicht so schön. Müssen wir alle eine andere Tür machen? Ich starte. Wir machen einfach... Wir probieren das einfach mal. Ja. Wie man aussehen könnte. Die sind identisch mit denen am über besten, diesen roten Türen. Am besten stellt sich jeder vor eine, Tür. Genau. Und macht die. Und macht das dann. Ja. Okay, sonst, alles ja, genau. klar. Also über der Tür sieht man das dann. Ja. Genau. Oder was? Genau. Ach, das auf hat mir den Glitzer-Dingens da, ja? reingehen. Alles klar, okay. Ich mach mit Diego eine. Ha, mir traut mal wieder keiner was zu. Ja, dann mache ich, dann geselle ich mich zu euch zweien dazu, zur Sicherheit. Dann schreibt mal jemand das Event, indem man auf den Knopf drückt. Wir haben auch einen Irgendein? Zeit. Ich mach. Das steht schon. Achso. Okay. Ein Schwein. Kutze. Boah, ist die Fett. Ha, und die Jutor mal vorher, hä? So. Das hört sich doch gut an. Das hatten wir da vorhin auch schon mal. Jetzt nochmal, oder? Ja, nochmal. Okay. Warte, welche Tür nehme ich? Doch. Da jetzt. Fehlt noch die Fledermaus? Ja. Da ist es schon. Da ist hier, hier. Der ist schon. Der ist schon. Da ist okay, und nochmal. Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus, wo muss ich hin? Hier. Der Geist. Ich sehe keine Fledermaus. Der gewechselt. Wartet das pausenlos neu oder was? Vielleicht muss man es dreimal schaffen oder so. Mhm. Wir haben allerdings nur noch 19 Sekunden Zeit. Was? Wo fehlt noch was? Der Moa, ja. Moa ist. Hat's gemacht. Jetzt muss oh, es schaffen, oder? Ja, ist aufgegangen. Okay, wir haben's. Wir haben. Ja? Okay. Puh. So, was ist jetzt? Wieder hier tauchen dann gleich so Plattformen auf, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich starte jetzt die Slendy Jumping Einlage. Jetzt los. 3, 2, 1. Ach, das erinnert mich an den Uhrturm. Mit 100 Leuten ein Jumping Puzzle machen. Von vorne. Ja, super. So, ab hier geht das Labyrinth dann los. Hier ist ein Labyrinth, da müssen wir irgendwelche Orbs freischalten, das ist ja nicht so ganz okay. geschnallt. Ist das wichtig, in welcher Reihenfolge man die sammelt? Nee, ne? Nee.
Nee. Ich starte jetzt einfach. Also wenn also jemand einen Orb auf, ja? Aufnimmt, der leuchtet dann. Und da gibt es dann eine leuchtende Säule über den Kopf. So, jetzt geht's nach unten. Kill it! Okay. Wie kommt man da runter? Woher kam da die Zirkelwand? Meine Güte. Jetzt? Und hier kämpfen? Das ist ein Tor, das man kaputt machen kann. Mach's einfach mal kaputt. Ja, mach's einfach. Die Orbs sieht man auf der Minimap, oder? Nee. Nee, leider nicht. Wir müssen, glaube ich, einen Tick links und runter, würde ich bringen. Mhm. Hier ist, glaube ich, gut. Hier ist gut. Also oben rechts ist einer. Nord- hier fühlt sich irgendwie richtig an. Ja, wir müssen da oben, ein bisschen da weiter oben. Nach oben. Ich glaube, hier runter hüpfen. Ja, hier hoch hüpfen, meine ich. Ah, okay. Ich sehe auf jeden Fall so einen Orb. Muss ich den jetzt aktivieren oder was muss ich den machen? Den musst du dann hochspringen. Schalter drin. Nach oben. Ach, man muss aus dem Labyrinth dann auch noch wieder rausfinden, ja? Zu den Neben oder so? Was soll ich jetzt hier machen? Den Orb musst du hochbringen zu diesen Obelisken oder diese Dinger. Ja, das scheint nicht der Orb zu sein. Nee, das scheint der Obelisk zu sein. Nein, disconnect. Vielleicht nehmen wir den hier, den ich habe. Die Orbs sind irgendwo, ja, dann bring ihn hoch. Hier hoch. Hier hoch. Wo hast du den denn gefunden? Hinter irgendeiner Wand. Hinter so einer. Schon mal Richtung Norden. Wohin? Da rein. Wie denn? Du sollst das da reinstecken. Ich kann das da nicht reinstecken. Das geht nicht. Mit F oder so? Oder schmeißen? Nee, hier kommt kein F. Hier ist auch kein Schmeißen. Ich bin wieder am Anfang. Kevin, ja weniger Wachse labern, wechseln. Mehr reinstecken. Ich wechsle mal die Waffe. Hat das funktioniert? Nee, jetzt nicht. Das da. Was hast du denn da? Kugel der Energie. Du sollst ja auch einen Orb holen. Ich bring das mal weg, wo du es hergeholt hast. Ich okay. Glaube, hier ist nicht mehr richtig. Wo hast du den Orb jetzt gefunden? Das ist eine Kugel der Energie und kein Orb. Laut Arne. Ich bin zwar der Meinung, das ist ein Orb. Dann ist es schon ein Orb. Ja, aber der passt da nicht rein. Gefunden? Also vielleicht muss der in ein anderes. Dann mehr Gewalt. Kevin, wo lagst du denn das hier? Muss der lag irgendwo, was weiß denn ich? Hier war irgendwo so ein rotes Ding an der Tür. Guck mal. Hab ich gegengehauen. Da kam er. Was ist das denn hier? Die hau ich aber ein paar Tonnen. Muss man also wahrscheinlich Mobs löten, nehme ich mal an. Ich hau jetzt löten. Mal, ich bring mal eine Kugel der Energie mit, wenn ich zu euch finde. Hier sind so runde Löcher in den Wänden. Blaue. Bullaugen. Ja. Oh, bei uns kommen da Golems raus. Okay. Aber keine Orbs. Ach, der kommt grad ein. Dann hüpf mal hier hoch, oder? Wo? Das ist das andere jetzt, ne? Hier kommen wir doch gerade. Ne, das ist das andere hier, oder? Das ist schon der zweite, ja. Ja, aber das andere ist jetzt besser als das erste, oder was? Ja, pass mal auf. Habt ihr den ersten nicht gehört? Nee. Das ist mein Orb, den der Arne hier hat. Den kannst du da nicht hinbringen, oder was? Ja, Kevin hat das nicht geschafft. Von hier der Seite? Also ich hab... keinerlei... Den Orb gleichzeitig machen. Keinerlei Interaktionsmöglichkeiten. Vielleicht musst ihr das aufhalten, während ich es reinstecke. Mach doch mal den Orb da rein. Mann, weniger drumherum laufen, mehr reinstecken. Wir nehmen das mal jemand anders. Wie heißt denn das, wenn ich das nach rechts... Jetzt nimmt das schon wieder jemand auf. Hilfe. Du hast doch gerade gesagt. Ich hab so ein Ding gefunden. Ist das so eine blau blitzende Blitz? So ein blau blitzendes Ding habe ich gerade gefunden. Orb of Energy. Ich muss das irgendwie durchbringen zum Zielpunkt, ehrlich gesagt. Ich gehe mal gucken, ob da irgendwas rumsteht. Vielleicht ist doch der Vater was markiert, sobald man das Ding hat oder so. So, ich habe jetzt einen Orb gefunden. Find 6 Orbs and carry them to the end of the maze. Hier sind 6 Auffangbehälter. An der Tür. Okay. Und was sind das dann für Knubbel obendrauf? Wie habt ihr jetzt den Orb gefunden? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Wo hast du deinen gefunden, Fred? War der in so einem Ständer? Der war in so einem goldenen, Dingens. Was weiß ich, Dingens. Wie präzise. Also, ich habe eins jetzt am Ziel und da kann ich das in einen Behälter packen. Also, die müssen wirklich bis zum Ende des Dings
gebracht werden. Ja. Pack's in den Behälter. So eine Dose. Eine Dose. Achso, hier ist die. Sind aber warum sind denn nur vier Positionen markiert, wenn wir sechs finden müssen? Das ergibt doch keinen Sinn mehr, oder? Nee, ich verstehe es auch nicht. Bei einem Ball des Dingens? 2,5 Minuten. Der ist jetzt weg, der hier, der eine. Aber wenn du da schon stehst, komm mal um die Ecke rum, ich bin hier tot. Achso, diese vier Positionen oben, die sind nicht wichtig. Man kann sie dann nur draufsteigen und sieht von den Positionen, wo die Orbs sind, angeblich. Okay. Ja, lesen. Gut. Und die Orbs sind diese hell leuchtenden Dinger, ja? Ja, diese Blitzdinger. Alles klar. Aber man sollte immer mindestens zu zweit laufen, weil wenn jemand einen findet und muss der andere irgendwelche Wände öffnen oder Gegner abhalten. Du kannst die Kugel auch wieder ablegen. Richtig. Jemand denkt mit. Und das bin wie immer nicht ich. Vielleicht macht es aber Sinn, dass einer aus den jeweiligen Gruppen die anderen lotst. Ja, klingt gar nicht so verkehrt. Blödsinn. Also ein Ort ist noch im Südosten, einer ist in der Mitte. Kannst du das pingen? Zielführende Planung. Eins muss eigentlich so ziemlich vor dem Haupteingang sein. Ausgang. Zeitlimit sagt noch zwei Kannst Minuten. Du pingen? Jetzt hier vom Haupteingang. Sehe nichts Goldenes. Woran siehst du die Orbs? Alles sind Strahlen. Da müsste eins sein. Vielleicht strahlt das nur von dieser Position. Ich ping mal eins an hier. Da müsste eins sein. Ja, da sind wir ziemlich nah dran. Ich spring gerade die Tür auf. Und das andere ist hier in etwa. Achso, wir brauchen ja nur noch drei Orbs. Also eins von den beiden habe ich auf jeden Fall genommen. Ja, genau. Kevin. Genau, hast, da wo du jetzt stehst, da müsste auch noch eins sein in etwa. Ich liege hier. Dann steh auf und hol den Orb. Hier ist noch eine Wand, die man kaputt machen kann. Kannst du nochmal die anderen pingen? Ah. Ja, da so ein Etta. Sukubutsch muss Richtung Norden gehen. Zwei Wände weiter. Ja. Genau. Sukubutsch jetzt weiter nach Osten. Okay, ein Ort habe ich. Nach Osten. Irgendwo eine Wand. Und jetzt, Ahnung, und jetzt. Weiter nach Osten, ihr müsst weiter nach Osten. Noch weiter nach Osten. Halt, warte mal, nee, Entschuldigung, nach Süden. Ich krieg Probleme hier gerade. Ich glaube, wir haben nur noch zwei. Süden ist gut. Nur noch zwei Orte. Ja, weiter. Jetzt zu mir. Zu dir, nee, oder, ja. Oder, nee, jetzt seid ihr, genau, ihr seid goldrichtig. Ja, wir gehen in unterschiedliche Richtungen, wir sind goldrichtig. Ja, also ich kann eure Namen nur grob durchsichtig sehen. Eventuell müsst ihr noch ein bisschen weiter nach, Osten. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Danke! Alter. Ja. Ach, das geht gleich raus, das ist ja ein Unterschied.